Ich bin Priester geworden, weil mich die Botschaft des Evangeliums, die Figur Jesu fasziniert hat und weil ich eigentlich finde, es gibt keine schönere Aufgabe, als seine Liebe zu den Menschen als Priester zu leben. Ich musste zum Glauben nicht wirklich finden, sondern der ist mir in die Wiege gelegt worden, was eigentlich ja besonders schön ist. Ich komme aus einer Familie, in der Religiosität und sich engagiert, in der Kirche einzubringen, eigentlich zur alltäglichen Selbstverständlichkeit gehört hat. Und entsprechend ist das mir auch ins Blut übergegangen. Ja, es gibt Gott sei Dank eine ganze Reihe interessanterweise von Ordensleuten und Priestern. Vielleicht war das auch für meine eigene Berufung nicht ganz unbedeutend, die mich auf dem Lebensweg begleitet haben. Nicht eine einzelne Person, sondern eigentlich mehrere. Von einer Kindergartenschwester, die eine Ordensfrau war, einem sehr charismatischen Pfarrer und Kaplan, schließlich während der Studienzeit einen geistlichen Begleiter, der immer wieder gute Impulse gesetzt hat und eine väterliche Figur geworden ist. Von daher habe ich vielen Menschen, also Zeugen des Glaubens, auch meinen eigenen Weg zu verdanken. Ich glaube, dass der Zweifel am Glauben zu jedem dazu gehört. Dass man sich manche Fragen stellt, wenn man bestimmte Dinge im Leben erlebt, wie Enttäuschung, Brüche, Traurigkeit, Verlust von Menschen. Da liegt das besonders nahe. Aber ich kann schon sagen, dass so ein Zweifel, der wirklich in das Grundlegende gegangen wäre und der da hätte zu führen können, dass ich den Glauben an sich aufgebe, so eine Situation habe ich, Gott sei Dank, kann man vielleicht sagen, noch nie erlebt. Ich glaube, dass es ganz besonders beeindruckend ist, was Kardinal Frings einmal als sein Leitwort genommen hat, nämlich ein Wort des Paulus, und das hieß pro hominibus constitutus, also für die Menschen bestellt, aus Latein ins Deutsche übersetzt. Und ich glaube, das ist die schöne Situation, dass wir als Priester die Gelegenheit haben, die Menschen in allen ihren Lebenssituationen, in allen Altersphasen zu begleiten und uns der Herausforderung zu stellen, wie kann in den verschiedenen unterschiedlichen Lebenslagen der Glaube eine prägende Kraft besitzen und wie kann man als Priester vielleicht ein Stück die Gegenwart Gottes in unterschiedlichste Lebenssituationen hinein vermitteln. Also es ist wahnsinnig spannend. Es ist jeden Tag was anderes, weil die Menschen, mit denen sie zu tun haben, immer andere sind. Also bevor ich den Weg als Priester gegangen bin, war meine Überlegung, entweder in die Politik oder in den Journalismus zu gehen. Das ist auch immer etwas gewesen, was mich weiterhin begleitet und interessiert hat. Deshalb habe ich als Journalist gearbeitet und habe auch Politikwissenschaften studiert, um diese Interessen auch weiter lebendig zu halten und dann eben mit meinem priesterlichen Glauben zu verknüpfen. Aber am Ende ist dann der Ruf, Priester zu werden, für mich stärker geworden. Stadtdechan von Bonn zu sein, ist, glaube ich, eine ganz große Chance und zugleich Herausforderung. Es ist die Aufgabe, Kirche in einer Stadt gut innerhalb zu vernetzen, also dass wir als Kirche uns gemeinsam spüren, Einheit erfahren, gemeinsame Zielrichtungen entwerfen. Das ist das eine. Und das andere ist, Kirche in die Gesellschaft hinein mit Ausstrahlung zu gestalten, sodass wir ein Teil dieser Stadtgesellschaft sind und das nach Möglichkeit auch prägend. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Herausforderung, Brücken bauen, mit Menschen in Kontakt treten und dafür sorgen, dass der Glaube in dieser Stadt, der ja sehr mit dieser Stadt in Verbindung steht, wie es an so einem ursprünglichen Ort wie dem Kreuzgang deutlich wird, auch weiterhin lebendig bleiben kann.